Hallo und willkommen zurück im Büro der Central News Agency. Und wir hatten in den letzten Folgen viele Rätsel und viel Spaß und viel Spannung. Und damit ich das jetzt nicht immer so alleine durchstehen muss, habe ich mir heute mal wieder einen Gastkommentator dazu geholt. Hallo. Hallihallo, ich bin's mal wieder. Der Dave ist wieder mal dabei. Das ist Ja, schön. zum Freut zweiten mich, Mal. ja, freut mich ganz besonders, Ja, mich ebenso. weil ich glaube, dass das Spiel dir schon vielleicht liegen könnte. Ja, also die Thematik, die stimmt schon mal. Das Ja. passt schon mal. Mit Jack the Ripper, das fand ich immer schon irgendwie faszinierend, deswegen, ja, und Sherlock Holmes ist eigentlich auch nie zu verachten. Ja, eben, ihr habt ja sowieso gerade Crimes and Punishment auch am Laufen bei den Genau. Frackhessen. Und da passt es ja jetzt ganz gut. Ich habe dich ja jetzt schon so ein bisschen informiert, wo wir gerade sind. Ja, Und das genau. ist also das Büro der Central News Agency. Wir sind aktuell Sherlock Holmes in Verkleidung. Ja? Ah ja. Das ist jetzt quasi, du warst gerade noch in der Ego-Perspektive und hast jetzt quasi in die Third Person gewechselt. Genau. Also Ah ich ja. schaue jetzt gerade mal, dass er sich vielleicht mal ein bisschen umdreht. Hallo, dreh dich mal um. Ja, also es ist auf jeden Fall Sherlock Holmes. Und wir spielen abwechselnd immer mal mit Holmes und mal mit Watson. Und jetzt aktuell. Das sah gerade irgendwie gefährlich mit dem Messer da aus hinten. Oh, Entschuldigung. Ja, es fällt mir gar nicht auf. Ja, der Mauszeiger ist klasse, gell? Der ist cool, ja. Jo. Ich spiele allerdings sehr gerne mit der Ego-Perspektive, muss ich sagen. Das ist für mich angenehmer. Ebenso. Und ja, ich schaue jetzt mal ganz kurz, was unser letzter Dialog ergeben hat. Also hier haben wir unser, das schaut jetzt ein bisschen anders aus als bei Crimes and Punishment. Das ist so unser Notizbuch quasi und da können wir auch die ganzen Dialoge nachlesen. Und genau, wir haben also einen Haufen Tipps bekommen beim letzten Mal, die eben darauf hindeuten, dass der Journalist Bulling ja mit seinem Vorgesetzten wohl gemeinsame Sache macht. Und wir wollen jetzt zum einen diesen Bulling endlich ausfindig machen. Der treibt sich wieder mal irgendwo rum, wahrscheinlich in der Kneipe. Und wir wollen zur Polizei gehen und dort denen auch noch Bericht erstatten über die Vorkommnisse der letzten Zeit, die wir da so aufgedeckt haben. Es ist mitten in der Nacht, aber die Polizei arbeitet ja rund um die Uhr. Ich hatte mich schon gewundert, dass es draußen da so Nebelschwaden herziehen, aber klar, dann ergibt das ja schon Sinn. Warum komme ich? Ach so, ja, da komme ich natürlich nicht raus. Das ist das Büro vom Chef. Ich wollte ja hier raus. Auf zur Polizeistation. Auf Auch zur gut. Polizeistation, jawohl. So. Ah, die Karte ist ähnlich Ja, genau. gestaltet Also schon. hier haben wir die Baker Street und hier noch die Buchhandlung. Da waren wir auch schon. In der Wharfdale Road, weiß ich jetzt gar nicht, was da war. Ich glaube, da haben wir irgendwas. Ach ja, genau. Da haben wir in der letzten Folge so ein bisschen, ja, ein paar kriminelle Aktivitäten aufgedeckt, die aber jetzt letztendlich doch nichts mit den Morden zu tun hatten. Hier sind wir jetzt gerade. Und das hier ist Whitechapel und da ist auch die Polizeistation. So eine ganz kleine, verlotterte ist es. Also wenn sie es wirklich richtig gut gemacht haben, dann ist das auch von der Geografie, von der Topografie richtig dem nachempfunden, wie Whitechapel damals wirklich ausgesehen hat. Ich habe da mal so eine Doku drüber gesehen und Ja. das hat sich ja sehr verändert, also im Vergleich zu damals. Manche Häuser stehen halt gar nicht mehr und dann manche Gassen gibt es auch nicht mehr und so. Ja, ich bin Deswegen, gerade also. irritiert. Oh, Polizeistation. das hat jetzt lange gedauert. Der Ladebildschirm, das war ich jetzt nicht ganz gewohnt. Ja, es ist 10 Minuten nach Mitternacht. Kommen Und, Sie, oh. kommen Sie. Wieder zurück. Hierher, guter Mann. Der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Oh. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie glücklicherweise an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise. Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in 1 oder 2 Tagen die Identität des Mörders publik machen können.
Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Puh, das war jetzt jede Menge Neues. Hm. Du hast jetzt leider nichts gehört. Mhm. Hast du den Untertitel lesen können? Ja, soweit eigentlich schon. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut das bei dir rüberkommt. Ja, jetzt hat tatsächlich die Central News Agency angeblich einen Brief erhalten, den sie der Polizei hat zukommen lassen. Und wir sehen schon, dieser Brief ist mit roter Tinte geschrieben und das haben wir bei unserem lieben Journalisten Bulling schon mehrmals gesehen, dass er mit roter Tinte schreibt. Also liegt ja doch ziemlich nahe, dass nicht Jack the Ripper, wie er sich nennt, der Mörder, den Brief geschrieben hat, sondern eben der Journalist. Und, ja. Ach du liebe Zeit. Ich könnte... Ja. Kannst du es lesen, ansonsten lese ich es vor. Ah, es geht. Nicht so gut. Ja gut, dann ich lese es mal vor, so lange ist er ja nicht. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der rechten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in eine Ginger Ale Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben, aber es ist geronnen und fest geworden, sodass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun, hoffe ich, haha. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. PS, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, dass ich Arzt bin, haha. Hm. Ja. Okay, also das ist, ich muss gerade so daran denken, das ist ja auch manchmal vielleicht ein bisschen paradox, aber es gibt ja auch manche Täter, jetzt losgelöst von Jack the Ripper oder so, die zum Beispiel halt weiter killen, damit sie gefasst werden quasi, also man könnte ja jetzt eher vermuten, okay, es gibt Leute, die töten halt, weil sie Spaß daran haben oder so und wollen nicht gefasst werden, aber es gibt ja wohl auch einige Mörder, die da anders gepolt sind, die das halt tun, um quasi gefasst zu werden, um gestoppt zu werden. Richtig, wie das natürlich hier der Fall ist. Ja. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, nämlich die Täter, die eigentlich nicht gefasst werden wollen, aber für die es ein großer Reiz ist, ein Spiel mit der Polizei zu spielen und denen schon Hinweise zu liefern, damit sie gejagt werden, um dann zu beweisen, dass sie doch intelligenter sind. Mhm. Also die gibt es auch noch. Richtig. Zu dem Brief kann ich jetzt allerdings sagen, dass tatsächlich im Jahre 1888 ein Brief an die Central News Agency eingegangen ist, der eigentlich original diesen Wortlaut hatte. Es ist dieser berühmte Dear Boss Brief. Und ja, der ist, ja, von der Übersetzung her kann man jetzt drüber streiten, aber vom Inhaltlichen her ist es 1:1 inklusive dem PS, der Originalbrief, den auch damals ein gewisser Jack the Ripper, so hat er ihn unterschrieben, an die Zeitung geschickt hat.
Genau. Ja. Jetzt stellt und dann gibt es auch noch einen. Ja, bitte. Gibt es noch einen, ich weiß nicht, ob du den schon hattest oder ob der noch kommt. Da gibt es ja auch einen Film, der wurde nach dem Ende des Briefs benannt und da steht nämlich richtig. Absender from Hell, also aus der Hölle. Und da gibt es nämlich zum Beispiel einen ganz coolen Film mit Johnny Depp unter anderem und der, also der ist wirklich zu empfehlen, der ist ziemlich kühl gemacht eigentlich. Richtig. Ich bin jetzt blöderweise aus der Szene raus und jetzt führt Sherlock gerade ein Selbstgespräch. Das macht aber nichts, man kann das wunderbar lesen. Wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich ihm haben. Ja, letztendlich hat Sherlock jetzt nur das gesagt, was wir auch schon festgestellt haben. Dieser Brief ist ziemlich sicher von Bulling geschrieben worden und nicht vom wirklichen Mörder. Mhm. Den Brief, den du erwähnt hast, der ist noch nicht im Spiel gewesen. Das, soweit ich weiß, war dieser Dear Boss-Brief auch wirklich der erste, der in der Richtung unterwegs war. Und der, den du meinst, der war an einen Mr. Lusk, soweit ich weiß. Der kommt später, ja. Der kommt dann erst noch, genau. Und tatsächlich, der war unterschrieben mit From Hell. Ich kenne auch den Film mit Johnny Depp. Der hat ja so eine große Verschwörungstheorie zugrunde liegen. Genau. Ja. Mit dem, ja, obwohl, nee, ich will nichts verraten. Genau. So. Das ist, ich muss mich da auch immer die ganze Zeit zurückhalten, dass ich hier nichts spoiler oder so. Man kann auf jeden Fall mal gucken. Also der ist eigentlich ganz gut. Ja, ich fand, also auf jeden Fall hat er einen gewissen Unterhaltungswert, ja. Ja, schön düster auch gemacht, also aufgezogen. Wir begeben uns jetzt. Den wollte ich mit Alex auch noch. Ach so, kennt ihr den noch gar nicht? Den kennt er noch nicht. Nee. Okay. Wir begeben uns gerade zu dem Pub, in dem sich dieser Bulling rumtreibt. Ich bin hier nur gerade etwas irritiert, weil mein Bild etwas stottert. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht auf die Aufnahme niederlegt, also was den Ton angeht. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Hm. So, oh, hier steht unser lieber Freund Dr. Watson. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und hier bin ich. Ja, das ist schön. Was sieht machen? Sieht ja ähnlich aus wie bei Crimes and Punishments. Ja, vielleicht können wir jetzt gerade noch mal Sherlock Holmes ein bisschen. Ne, der ist immer noch unverkleidet, okay. Was machen wir jetzt? Also wir suchen diesen Bulling, um unter Druck zu setzen. Und dafür soll er sich bereit erklären, einen gewissen Squibby nicht öffentlich zu brandmarken. Squibby ist jemand, der momentan in Schutzhaft sitzt. Und über den wir über Umwege endlich Infos über diesen Dr. Tumbletier rausbekommen können. Es ist also alles sehr verworren. Das ganze Spiel ist eigentlich eine einzige Schnitzeljagd. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Ja, das könnte jetzt ein bisschen ins Auge gehen, was wir da machen. Denn wir haben von diesem Bluto, der verhält sich dort im Hinterzimmer verborgen, dem haben wir seine Diebesbeute abgeluchst und der Polizei zukommen lassen. Und ja, und das hier müsste eigentlich unser lieber Journalist sein. Da ist er, genau. Schauen wir mal, was der jetzt ausspuckt, wenn wir ihn auf den Brief ansprechen. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit Lieber Boss und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben,
das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Dann verabschieden wir uns mal. Auf nimmer Wiedersehen. Ja. Nimmer Wiedersehen. Aber ich glaube, die Sache hat sich jetzt erledigt. Also, der traut sich, glaube ich, nicht mehr, uns da ins Gehege zu kommen. Mhm. Und das würde jetzt... Den Eindruck hatte ich auch, ja. Ja, das würde jetzt bedeuten, dass wir jetzt zu Squibby gehen können, der uns dann vielleicht noch ein paar Infos rüberwachsen lässt. Und ich bin ja jetzt ganz froh, wir hatten nämlich furchtbar viele lose Enden. Wir sind nah am Ziel. Mhm, genau. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst. Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Blute und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Boah, meine Güte. Ich komme echt kaum hier zum Kommentieren. Und jetzt geht anscheinend gleich weiter mit der nächsten Cutscene. Also gesprochen wird jetzt noch nicht. Lipski! Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind.
Jetzt ja, dürfen wir wieder. Ja, nee, gerade das mit dem Lipski. Ja. Die Szene gibt es auch ähnlich zum Beispiel in From Hell. Ich sehe da immer so ein paar Analogien. Auch zum Beispiel, das war so relativ zu Anfang dieser Folge, wo Sherlock gerade mit dem Polizisten gesprochen hat, im Polizeirevier. Ja. Wo sie ihm auch gesagt haben, der Fall ist nichts für sie und sie schaffen das nicht und so. Mhm. Auch das kommt zum Beispiel bei dem Inspektor in From Hell genauso vor. Jetzt, oh verdammt, ich bin doch nur einen Schritt nach vorne gegangen. Entschuldigung. Da darf man nicht. Ich habe gar nichts angeklickt. Das ist böse. Ja, bringen wir das noch kurz hinter uns. Einer ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Ja, okay. Jetzt aber. Also mir sagt dieser Lipski schon was vom Namen her. Ich kann ihn bloß gerade nicht so wirklich zuordnen, muss ich sagen. Jetzt weiß ich gar nicht, in From Hell kam da dieser Dr. Tumblety drin vor? Nicht namentlich, soweit ich das weiß. Sagt er dir ansonsten was, so in Bezug auf Jack the Ripper? Ich meine, ich habe den Namen mal, da kann sein, dass ich habe ja mal bei Wikipedia drüber gelesen, über ein paar Seiten, dass der mir schon mal so, hoppala, mein Stuhl, der knatzt aber ganz schön, dass der mir da irgendwie über den Weg gelaufen ist, aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts, nee, nichts also genaues. Also es gibt ein paar Dokus, wo er wirklich so als einer der Verdächtigen gehandelt wird, aber ja, wie bei allen anderen auch, gibt es halt keine Nachweise, es ist halt eine Theorie von ganz vielen. Und was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass sich hier viele Sachen gerade aufgelöst haben, weil in den letzten Folgen hatten wir unglaublich viele lose Enden und jetzt haben wir eigentlich nur noch eins und das lautet eben Tumblety. Ja, den gab es wirklich übrigens, den Dr. Tumblety. Ja, genau. Genau, ich gucke gerade mal. Es war auch tatsächlich ein Arzt aus Amerika oder Kanada. Also auf jeden Fall aus Nordamerika. Irland oder Kanada? Er war einer der Hauptverdächtigen im Jack the Ripper-Fall, genau. Genau. So, jetzt hieß es, die Tür ist offen, die sind aber alle irgendwie zu. Ach, das ist die da hinten, okay. War ein Quacksalber. Bleiben Sie an genau. Stelle stehen, Doktor und Quacksalber. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Und er hat wohl auch tatsächlich irgendwie diese eingelegten Organe gesammelt oder sich unter den Nagel gerissen. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Lupe dabei. Oh, jetzt dürfen wir Spuren sichern. Ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein Lieber. Ich meine, das ist ja nicht nur das, was er gesagt hatte zu den Organen, sondern auch so diese Einstellung zu Frauen. Ne? Das ja, ist ja genau. Auch so eine Sache. Also, Tumblety war definitiv kein Frauenfreund, kein Frauenversteher sozusagen. Nicht wirklich. Nee. Ich muss jetzt gerade diese Spur ausmessen und untersuchen. Ah, das kennen wir ja auch, genau, diese Mechanik, die kommt mir auch bekannt vor. Ach, das mit der Lupe, das kennen wir nicht. Also das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass wir Fußspuren ausmessen. Wir haben ständig neue Minigames und Rätsel und ich bin da auch an einigen schon einigermaßen verzweifelt. Der Mann ist gerannt. Ist denn das, sagen wir mal so, der direkte Vorgänger von Crimes and Punishments oder ist das schon älter? Ich glaube, so ungefähr 10 Jahre alt. Ui. Oder, ja, so in die Zeit hätte ich es jetzt auch eingeschätzt. War das jetzt 2006 oder 2000? Also entweder 2005, 2006 oder 2009, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall schon einige Jahre her. Der Mann ist gerannt. Mhm. Der rechte Fuß. Ja, toll, das habe ich jetzt schon mehrmals gehabt. Ich würde es eher auf 2006 rumschätzen von der Grafik. Ich glaube auch, es kamen dann noch ein paar andere. Der Mann ist gerannt. Ja, toll. Es gibt ja zig verschiedene. Kommt immer der gleiche Hinweis. Ich kriege musst du einen bestimmten Millimeter wahrscheinlich. Den habe ich gerade, glaube ich. Geruch nachzuurteilen, würde ich sagen. Formalin. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist.
und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Ja, also das Formalin, das hatten wir auch schon in einer vorherigen Folge. Da ist hier eine Flasche mit Formalin hier auf der Treppe zerbrochen. Mhm. Und anscheinend hantiert dieser Tumblety damit rum. Und Formaline werden ja zum Beispiel Organe eingelegt, also... Mhm, genau, so ein Konservierungsmittel quasi. So. Das ist also die schicke Bude von Tumblety, wo er jetzt... Oh, der hat auch so einen geilen... Oh, cool. Was denn? Ich möchte auch so einen Kofferschrank haben. Der hat so einen coolen Kofferschrank, den wollte ich auch so mal haben. Ja. Ja, finde ich irgendwie cool. Dann schauen wir doch gleich mal, was da drin ist. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Ja, ja. So weit waren wir auch gerade. Oder ist ein Musikinstrument drin? Ach du liebe Zeit, Gott sei Dank habe ich dich jetzt dabei. Was muss ich denn jetzt machen? Was, Name des amerikanischen Bürgerkriegs? Da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Ja gut, Gettysburg Address, die kenne ich da. Da hat der Lincoln eine Rede gehalten zu den Soldaten und so, aber... Ja, toll. Das sagt mir gar nicht. Ich habe hier noch nicht mal eine Anleitung. Sonst habe ich immer so einen Anleitungsbutton, was ich machen muss. Also da muss ich die Daten wohl sortieren. Ach, das ist... Also... Ich muss das eigentlich nur in die in die richtige Reihenfolge bringen. Glaube ich. Boah. Okay. Also, ich sag mal, bei sowas merkt man halt schon so ein bisschen, dass das Spiel natürlich ursprünglich nicht in Deutschland entwickelt wurde, sondern für den amerikanischen Markt. Mhm. Weil die wissen das wahrscheinlich aus dem Schlaf. Die lernen das ja alles im Geschichtsunterricht. Ja, aber da waren vielleicht auch schon andere Rätsel, wo ich sage, okay, da ist es nationenunabhängig. Aber jetzt, gut, es ist natürlich, er ist natürlich Amerikaner, aber jetzt mal ohne Schmarrn. Ich habe natürlich übrigens auch nicht auf die Uhr geschaut, wann wir mit der Aufnahme angefangen haben. Das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden und danach zu gucken, was wir machen müssen. Nee, ich möchte es eigentlich so lösen. Ja, ich möchte es aber eigentlich schon so lösen, das Rätsel. Ich habe bisher nur technische Sachen nachgeguckt und keine Lösungen oder so. 1771, da muss ja schon, warte mal, 1771, das ist ja... Moment. Ach ja, jetzt kriegen wir 5 Verlegungen mit jeweils einer 6-stelligen Zahlenkombination. Ja, danke. So weit war ich auch. Sagt er noch irgendwas? Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt. Na, wieso? Da unten steht ja schon eine. Da unten steht ja eine. Sagt er noch irgendwas? Morgen haben wir den Schlüssel. Also was anderes sagen sie nichts mehr. Das waren jetzt also diese zwei einzigen Hinweise. Boah. Ja. Also mir sagt jetzt von den Sachen da nur Gettysburg irgendwie was namentlich. Da hat der Lincoln eine Rede gehalten. Das muss dann so um 1863 rum gewesen sein. Können wir vielleicht von den Flaggen da drauf schließen? Ja, die Flaggen, die gehören aber auch nicht dazu so richtig. Ja, aber irgendwas muss das ja hier auch haben. Weil Gettysburg hat jetzt eigentlich nichts mit... Ach du liebe Zeit, das kann ich ja auch noch ändern. Ja, ja, weil richtig, weil Gettysburg hat nämlich jetzt eigentlich nichts mit Spanien zu tun, deswegen... Ja, aber... Oh mein Gott. Ja, Na, vielen Dank auch. Ich glaube, wir machen jetzt kurz eine Pause. Und überlegen uns, wie wir da mal rangehen wollen an die Sache. Da habe ich ja gar keine Chance. Außer raten. Und da kann man verdammt viel raten. Ja, gut. Wir machen da jetzt mal Schluss an der Stelle. Hast du denn noch Zeit für eine Folge? Ich habe noch Zeit, ja. Ja, dann machen wir mal kurz Brainstorming und überlegen uns mal, wie wir dieses Rätsel in der nächsten Folge lösen, würde ich sagen. So machen wir das. Alles klar. Dann bis zum nächsten Part. Jo. Tschüss. Tschüss.